Wir zeigen jetzt die Übungen für die Schultern, wo wir versuchen, Brustwirbelsäule richtig gründlich zu strecken. Hi Kasper. Erstmal lässt du die Arme runterhängen. Beweg das Becken ganz weich durch, sodass du die gesamte Wirbelsäule ganz leicht durchbewegen. Dann bleibst du oben und dann beugst du die Ellbogen, lass die Arme ein bisschen zur Seite und dann ziehst du die Ellbogen nach hinten und spür die Spannung zwischen die Schulterblättern. Einatmen und bei den Ausatmungen entspannen und lösen und leicht nach vorne gleiten und den Wirbelsäule leicht runden. Einen Moment in den Stellung freischalten und dann ganz ruhig einatmen und bei den Ausatmungen aufrichten, Arme seitwärts und die Schulterblätter richtig gründlich nach hinten wegziehen, halten und dann ruhig wieder lösen. Für jetzt eine Bewegung in deinen eigenen Rhythmus ein paar Mal durch. Spür die Dehnung an der hinteren Seite, spür die Atmungsbewegung und dann ruhige Wechsel gestalten. Wir spannen an und erkennen die Spannung. Wir spüren, wie die Wirbelsäule sich strecken und dann lassen wir langsam wieder frei, sodass wir immer wieder eine gute Wechselwirkung bekommen. Wenn wir jetzt hochkommen nächstes Mal, da beobachten wir richtig gründlich, wie wir die Schulterblätter nach hinten ziehen. Zieh die Schulterblätter jetzt auch ein bisschen runter. Halte die Spannung einen Moment und dann wieder in die Entlastungsstellung reingehen. Und diese Variante führst du jetzt auch ein paar Mal durch. Gute, ruhige Wechsel gestalten. Anspannen, Schulterblätter nach hinten und dann wieder locker lassen. Wenn wir die Muskulatur hinten ganz kraftvoll anspannen, dann wird eine Befehlgeschicht zu den vorderen Muskulatur. Jetzt können sie gut lösen. So versuch jetzt eine Dehnung zu spüren an der Front, aus dem Brustbein, zu die Schultergelenke, Oberarme. Und lass dann ganz ruhig wieder nach vorne gleiten. Lösen und lockern. Wir führen die Bewegung immer öftermals durch und es ist sehr sinnvoll, sie durchzumachen, wenn man viel gesessen haben und viel Schreibtischarbeit geleistet hat.